kommt ein flacher Ball von links in den Strafraum und für mich ist es eine sehr dynamische Situation. Ich sehe, wie ein Bochumer Verteidiger zum Ball gehen oder zum Ball gehen möchte und versucht, den Ball zu spielen. Und meiner Wahrnehmung nach war es so, dass Adeyemi den Fuß rausstellt und versucht hat, diesen Kontakt zu initiieren und den Elfmeter auch ein Stück weit ja, zu suchen und dann über den Bochumer Verteidiger drüber fällt. Das war meine Wahrnehmung auf dem Spielfeld. Wenn ich jetzt am Ende des Tages die TV-Bilder sehe, dann muss ich feststellen, dass wir in diesem Moment die falsche Entscheidung getroffen haben. Dass das Risiko, was der Bochumer Verteidiger in dem Moment nimmt, nämlich sehr unkontrolliert in diesen Zweikampf auch reinzugehen, das Argument ist, was überwiegt. Er spielt nicht den Ball und der Kontakt am Ende des Tages entgegen meiner Wahrnehmung nicht von Adeyemi hergestellt wird, sondern vom Bochumer.